Heute machen wir mal was ganz anderes. Heute spielen wir ein kleines Spielchen. Und zwar werden wir Brettspieltitel raten anhand der Beschreibung von BoardGameGeek, der größten Spieledatenbank. Allerdings, um es uns nicht ganz so einfach zu machen, haben wir die Sachen vorher durch Google Translate gejagt und das Ganze auf Deutsch übersetzt. Und da sind ein paar wirklich witzige Sachen rausgekommen. Ich bin gespannt, wie wir uns jetzt gleich schlagen werden. Auf geht's! Willkommen bei Better Board Games. Ich bin Thomas und so ein Spiel kann man natürlich nicht alleine spielen. Deswegen habe ich heute einen Gast dabei. Ihr kennt ihn alle, Dennis von Brettspiele und mehr. Ich grüße dich. Hallo Thomas. Ja, schön, dass du da bist und dich den Fragen stellst, beziehungsweise du durftest ja selber auch Fragen mitnehmen. Fühlst du dich denn gut vorbereitet für den heutigen Abend? Ja, also ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht seit Monaten gelernt, wie die Texte der Spiele sind, aber ich habe interessante Spiele für dich rausgesucht. Ich glaube, du wirst sie alle rausfinden, aber mal gucken. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also bei mir sind ein paar richtig lustige Sachen dabei. Vielleicht kurz die Spielregeln. Wir spielen über 5 Runden. In jeder Runde kriegt quasi jeder von uns beiden eine Aufgabe, die von dem anderen gestellt wird. Sollten wir es quasi aufs erste Mal anhand des Textes rausfinden, kriegen wir 2 Punkte. Sollten wir falsch liegen, dann gibt es sozusagen eine zweite Chance. Da kriegt man dann noch einen Tipp vom jeweils anderen. Und wenn man es dann erratet, dann kriegt man zumindest einen Punkt. Das Ganze machen wir über 5 Runden. Also gibt es insgesamt maximal 10 Punkte zu holen. Und der die meisten Punkte hat, gewinnt natürlich wie in jedem guten Spiel. Ihr zu Hause könnt natürlich auch gerne mitspielen. Schreibt dann gerne unten in die Kommentare, wie viele Punkte ihr insgesamt bekommen habt. Aber denkt dran, ihr könnt natürlich doppelt so viele Punkte machen, weil ihr könnt ja bei uns beiden dann mitraten. Ja, dann würde ich sagen, fangen Stimmt. wir gleich mal an, oder? Spiel Nummer 1. Darin sind Leben, Tod, Elan, Ruhe und Gold, die Essenzen, die die Kunst der Magie befeuern. Wähle deinen Magier, sammle Essenzen, stelle einzigartige Artefakte her und benutze sie, um Drachen zu beschwören, Orte der Macht zu erobern und den Sieg zu erringen. Ja. Also ich habe schon eine Vermutung, es ist ja auf jeden Fall ein Fantasy-Spiel. Du hast natürlich auch jede Menge Ressourcen aufgezählt mit interessanten Namen. Und das spricht jetzt wieder dafür, dass es doch so leicht Eurogamigen Einschlag hat. Auch ich sag mal, Drachen und Orte der Macht lassen mich aufhorchen. Also ich glaube, ich würde mich mal festlegen auf ein Spiel, was auch in meiner Top 100 ist, nämlich Res Arcana. Bingo! Ich habe es extra am Anfang so ein bisschen einfacher für dich gemacht. Ja, Ich fand persönlich, also bei den Ressourcen hätte ich es noch gar nicht gewusst, aber die Orte der Macht, das ist ja sowas, was da als Begriff ja auch da drin vorkommt. Deswegen dachte ich, das wirst du natürlich, nachdem das Spiel in deiner Top 100 ist, für alle Fälle rausfinden. ja. Ja, man muss sagen, die Ressourcen sind auch schon relativ eigen, ne? Also, dass man da jetzt nicht irgendwie Feuer und Wasser hat, sondern Elan und Ruhe ist schon. Ja, das stimmt. Also Ja. 2 Punkte für Dennis. Ich schreibe das mal hier mit auf. Du gehst auf alle Fälle mal krass in Führung. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du im Petto hast. Wir können auch jetzt aufhören. Nein, Spaß. Ich muss mal ganz kurz dazu sagen, dass ich auch wieder heftig beeindruckt war, wie gut der Google Translator inzwischen ist, ne? Also ich hatte ja gehofft auf so ein paar lustige, meine Nachbarin hat Kohlmeisen und sowas, aber es ist, also es ging eigentlich alles ziemlich gut. Ja, dann warte mal, bis Aber du meine nächsten Spiele siehst. Da wirst du sehen, dass da noch ein paar Sachen verbessert werden können. ja, so ein paar Satzverwackler habe ich auch. Auch noch an die Zuschauer die Info. Also wir haben natürlich, wenn der Titel des Spiels vorkommt in der Beschreibung, diesen durch das Spiel ersetzt. Und außerdem auch so ganz offensichtliche Sachen haben wir vielleicht so minimal geändert. Zumindest habe ich das so gemacht, ne? Also wenn ein Wort des Titels vorkommt. So, legen wir mal los. Also, Gloomhaven. Nein, Spaß. Die Überschrift lese ich mal nicht mit. So, also, das Spiel spielt am Ende des Karolinerreiches um 1850 nach Christus. Alter Die Schwede. Spieler wetteifern darum, ihren König zu beeindrucken und ihren Adelsstatus zu bewahren, indem sie verschiedene Wahrzeichen in seiner neu ernannten Domäne errichten. Die Spieler müssen Rohstoffe sammeln, Lehrlinge einstellen und ihre Mitarbeiter im Auge behalten. Dies sind tückische Zeiten und rivalisierende Spieler werden vor nichts zurückschrecken, um ihren Fortschritt zu verlangsamen. Bleiben sie tugendhaft? Oder werden sie in Gesellschaft von Dieben und Schwarzhändlern gefunden? Wow, okay, also das klingt, also am Anfang klang das ja super generisch. Adelshäuser und was Karolinerzeit hast du gemeint? Ja.
die gute alte Karolinerzeit. Jetzt müssen wir natürlich wissen, welche Brettspiele alle in der Karolinerzeit spielen. Ich fand am Ende das noch irgendwie hilfreich mit, ist man irgendwie tugendhaft oder ist man eher auf dem Schwarzmarkt zu finden? Das ist das, was mich jetzt irgendwie so an ein ganz bestimmtes Spiel denken lässt. Haben wir das schon mal gemeinsam gespielt? Darfst du jetzt nicht sagen wahrscheinlich, gell? Darf ich natürlich nicht sagen. Okay, ich denke, aufgrund dieser Leisten und dass man ja auch Arbeiter irgendwie verwendet, würde ich jetzt mal sagen, die Architekten des Westfrankenreichs. Nailed it, das ist korrekt. Aber da hast du mich echt kurz gehabt, weil ich fand ehrlich gesagt den Anfang, da dachte ich mir, okay, das könnte echt so jedes Eurogame sein. Ja, das hatte ich ja auch vorher gedacht. Also im Endeffekt, meistens hat man hier so mehrere Sätze und so eine Beschreibung und es gibt so ganz bestimmte Sachen, die einem dann den Hinweis geben. Also es ist gar nicht so diese Gesamtbeschreibung so, sondern also eben bei Res Arcana, als Ruhe und Elan kam, da war schon so, oh Moment mal, das könnte ja, aber sehr gut. Also weil das ist ja auch nicht gerade das Einfachste in meiner Liste. Okay, Gott sei Dank. Nicht, dass ich jetzt gleich von Anfang an irgendwie bloßgestellt werde. Gehen wir weiter in Runde 2. Nächstes Spiel. In diesem Spiel sind Sie ein Bauer in einer Holzhütte mit Ihrem Ehepartner und wenig anderen. In einem Zug darfst du nur zwei Aktionen ausführen, eine für dich und eine für den Ehepartner. Du denkst vielleicht darüber nach, Kinder zu haben, um mehr Arbeit zu erledigen, aber zuerst musst du ein Haus erweitern. Und womit fütterst du all die kleinen Rugratten? Die kleinen was? Rugratten. Oder Rugraten. Je nachdem, wie man das jetzt übersetzen möchte. Okay, das klingt dann doch so ein bisschen nach Google Translator. Mhm. Also Christian Translator, na egal. Also ich sag mal so, die Kinderarbeit ist schon mal interessant, dass man Kinder nur dafür zeugt, dass man sie arbeiten lassen kann. Bauernhof. Also ich fürchte, das Ganze geht in die Richtung eines Spiels. Also es muss natürlich ein Eurogame sein, das ist klar, Bauernhof-Thema. Und ich fürchte, das ist tatsächlich eines der Traumata meiner Brettspiel-Beginnzeit, dass es sich darum handelt, nämlich um Agricola. Ja, yep, da hast du absolut recht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, natürlich mit dem Bauernhof ist es vielleicht ein bisschen zu einfach, aber ich fand das irgendwie so lustig. Du lebst mit deiner Ehefrau da und mit wenig anderen. Ich meine, mit wem lebst du denn da irgendwie sonst noch? Und super finde ich auch, dass Rugrats mit Rugraten übersetzt worden ist. Das habe ich im Deutschen auch noch nie gehört. Ich dachte, damit könnte ich dich vielleicht ein bisschen auf die falsche Fährte locken. Aber nein, 2 Punkte für Dennis. Es steht 4-2. Im Spiel steuern Sie und Ihre Teamkollegen ein hochmodernes Gerät und versuchen, ein feindliches Gerät zu orten, um es aus dem Wasser zu blasen, bevor sie ihnen dasselbe antun können. Ah. Jede Rolle ist wichtig und die Konfrontation ist gnadenlos. Seien Sie organisiert und kommunizieren Sie, dein Kapitän ist nichts ohne seine Crew. Ja, ich glaube, ich hätte es nach 2 Sätzen schon gewusst. Das war tatsächlich jetzt ein bisschen zu einfach. Ein großartiges Spiel, was man im Idealfall mit 8 Personen spielen sollte, wobei manche sagen, zu 6 ist es besser. Das kann eigentlich nur Captain Sona sein. Denn also das mit dem Kapitän hat er dann ganz noch vorweggenommen, aber auch mit kommunizieren sie in den verschiedenen Rollen, da wird mir nichts anderes einfallen, wo man seinen Gegner aus dem Wasser blasen könnte. Ja, sehr richtig. Das gehörte in der Tat eher zu den leichteren. Yes. Aber natürlich liegt es auch an deiner Expertise, sofort zu wissen, was Sache ist. Ich finde übrigens, dass es zu 8 und zu 6 gut geht. Das nur am Rande. Sehr gut, aber zu 2 auf alle Fälle nicht. So, weiter geht's. Runde 3. Jetzt wird's anspruchsvoll, pass auf. Oh nein. Ich räche mich jetzt für deine Carolina. Vor 2000 Jahren beherrschte das Römische Reich die Länder rund um das Mittelmeer. Kommst du schon drauf? Mit Frieden an den Grenzen, Harmonie innerhalb der Provinzen, einheitlichem Recht und einer gemeinsamen Währung florierte die Wirtschaft und ließ mächtige römische Dynastien entstehen, die sich in den zahlreichen Städten ausbreiteten. Bis jetzt eigentlich schon sonnenklar. Führe eine dieser Dynastien und entsende Kolonisten in die entlegenen Reiche des Imperiums. Entwickeln sie ihr Handelsnetzwerk und besänftigen sie die alten Götter und ihre Gunst, alles um die Chance zu haben, siegreich hervorzugehen. Oh Gott. Also,
Ich finde es ziemlich generisch, muss ich auch erstmal sagen. Findest du? Also es ist natürlich vom Thema her hammerhartes Eurogame. Wenn es jetzt nur Rom gewesen wäre, könnte es auch irgendein Kriegsspiel sein. Da es aber um Kolonien und Handelsnetzwerk und so weiter geht, würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ein Eurogame. Und dass du die Götter noch mit ins Spiel gebracht hast, das war eventuell hilfreich. Also, ich glaube, es ist tatsächlich ein Spiel, was ich erst einmal gespielt habe, aber ich versuche es mal mit Concordia. Also jetzt ziehe ich meinen Hut. Concordia ist richtig. Ich dachte echt, das klingt so unfassbar generisch und es sind so ein Ja. paar kleine Sachen drin, wo man vielleicht noch drauf kommen könnte. Aber ich habe auch drauf gebaut. Ich wollte es ja auch nicht zu schwierig machen, weil ich wusste, dass du das Spiel vor kurzem entdeckt hast und dann ist es vielleicht noch ein bisschen präsent. Aber ist auch irgendwie krass, oder wie unglaublich generisch diese ganzen Texte Ja. immer sind, oder? Es ist jedes Mal bauen sie ihre Provinzen aus und bla bla bla. Ja, ich muss zugeben, bei der Vorbereitung auf dieses Video habe ich auch überlegt, welche Spiele gucke ich denn mal an. Und da habe ich auch gedacht, wenn man jetzt die ganzen alten Euro-Klassiker irgendwie nimmt, dann wird das Ganze natürlich deutlich anspruchsvoller, als wenn du jetzt so spezielle Sachen nimmst wie Captain Sona. Aber ich dachte, ich versuche auch lieber mal so ein bisschen Abwechslung reinzunehmen, damit es jetzt irgendwie nicht zu generisch da wird. Aber wie gesagt, das, was mich jetzt bei Concordia, das mit den Göttern, weil, also ich meine, du sagst gerade neu entdeckt. Ich glaube, es ist jetzt auch schon 4 Monate her, dass ich es gespielt habe. Aber da hast du ja so Götterkarten, also die Götter stehen ja auf jeder Karte und die geben dir zum Schluss Punkte, deswegen. Sehr gut, es steht 6 zu 4. Du legst jedes Mal so krass vor und ich muss dann wieder nachlegen. Ich bin gespannt. Nach dem Erfolg unbemannter Rover-Missionen gründeten die Vereinten Nationen das Department of Operations Exploration die ersten Siedler. Achso, Punkt. Naja, gut, Google Translate. Die ersten Siedler kamen im Jahre 2037 an. Und in den Jahrzehnten nach der Gründung des Basecamp begannen private Explorationsunternehmen mit der Schaffung einer sich selbst erhaltenen Kolonie. Als Chef für eines dieses Unternehmen möchten Sie Vorreiter bei der Entwicklung der größten und fortschrittlichsten Kolonie sein, indem Sie sowohl Dome-Missionsziele sowie die private Agenda Ihres Unternehmens. Kommt noch ein Verb? Nein. Ja, das ist die Google Translate-Beschreibung. Großartig. Also ich meine, es geht ja um Space-Kolonie. Ja, da gibt es ja gar nicht so viel. Also ich habe automatisch, denke ich natürlich irgendwie an diese ganzen Mars-Spiele schon, ja, wo du irgendwie auch kompetitiv versuchen wirst, dir da was aufzubauen. Terraforming Mars hat auch irgend so eine ganz komische, so einen Namen für irgend so eine Corporation, für die man arbeitet. Das könnte es sein. Ich glaube aber eher, weil du gemeint hast, es geht darum, dass man seine eigenen Ziele und so Gemeinschaftsziele und so machen muss. Ich denke ehrlich gesagt eher so an On Mars von Vita Lacerda. Oder ich bin vielleicht auch komplett auf einem totalen Holzweg. Aber das sind so die beiden Sachen, die mir als erstes eingefallen sind. Theoretisch könnte es natürlich auch irgendwie alles mögliche andere sein, aber wo sollte man irgendwie sonst eine Kolonie aufbauen? Also ich glaube, dass der Mars schon, glaube ich, eine safe Sache ist. Ich versuche es jetzt einfach mal mit On Mars. Will man denn bei On Mars seine privaten Ziele auch voranbringen? Ich dachte schon. Hat man Du da hast nicht doch irgendwie. da eigentlich diese Ja, man hat Hauptziele, oder? diese Hauptziele, an denen man arbeitet, die das Spiel vorantreiben, aber hat man nicht auch seine eigenen Sachen, die man aufbaut? Klar, du hast doch so eigene, du draftest dir doch so Karten, wo irgendwie so bestimmte Sachen drauf sind, die man Ja, erreichen möchte. verstehe. Ja, On Mars ist richtig. Gott, ganz ohne Schmarrn, also Terraform Mars wär's, da hättest du irgendwas kooperativ mit entwickeln, vielleicht noch dazu gesagt. Wenn es jetzt On Mars nicht gewesen wäre, dann wäre ich ziemlich aufgeschmissen gewesen. Da hätte ich mal gehofft, dass du noch einen guten Tipp parat hast. Aber ich Also schließe auf. ich habe natürlich, ja, auch das dachte ich, ist ein cooles Spiel, so, das ist was für dich. Ich muss sagen, dass ich bei dem Lesen dann irgendwie dieses sowohl die Gemeinschafts- als auch die privaten Ziele fand ich irgendwie, weiß ich nicht, das, also ich meine, das ist ja klar, wenn ich gegeneinander spiele, dass ich irgendwie meine eigenen Sachen machen will. Es geht ja, also bei den Punkten, also weiß ich nicht, ich habe irgendwie gedacht, so,
hat nicht so, also ich wusste nicht, ob ich es sofort so gewusst hätte. Ja, ich fand es auch jetzt irgendwie nicht ganz so einfach, ehrlich gesagt. Aber es ist schon interessant. Also es gibt so ein paar Sachen, da ist es total offensichtlich. Ich hatte zum Beispiel auch, kann ich jetzt schon mal spoilern, kommt nicht drin vor. Ich hatte Magic Maze irgendwie aufgemacht, weil ich dachte, das ist ein Spiel, was dir auch gefällt. Und dann ist so der Erklärungstext: Ein Zwerg, ein Zauberer, ein Elf und ein Barde oder so gehen in ein Ja. Einkaufszentrum zum Shoppen in Echtzeit, wo ich mir dachte, okay, wie viele Spiele könnte es da geben? Also es ist teilweise irgendwie sehr, sehr klar, was für ein Spiel gemeint ist. Ja, ich hatte auch überlegt, dass ich Codenames für dich nehme oder Codenames Duett. Bei Codenames Duett ging es natürlich los mit, das ist genauso wie Codenames. Aber bei Codenames war halt auch, in zwei Agententeams müsst ihr bei 25 ausliegenden Karten als Anführer, und da dachte ich auch schon so, ja, nee, okay. Ja, das ist zu. Also ich habe jetzt auch ein paar mehr storylastigere, thematischere Sachen, da ist es nicht so einfach. Gehen wir in Runde 4. Puh. Dieses Spiel kommt zum Tragen, indem er in ein neues Genre einbricht. Das Würfelbilder-RPG. Dieses Spiel nimmt alles, was sie über das Würfeln zu wissen glaubten, und stellt es auf den Kopf. Dieses Fantasy-Rollenspiel voller Strategie versetzt sie in die Haut einer neuen Fraktion und nimmt sie mit auf ein Abenteuer in die nördlichen Gebiete, um die wachsenden feindlichen Streitkräfte und natürlich den berüchtigten Bösewicht in Anführungsstrichen auszurotten und zu besiegen. Fuck. Jetzt habe ich dich, glaube ich. Denk einfach dran, welches Spiel mit Würfeln hat alles, was du bisher kanntest, auf den Kopf gestellt? Ja, ich überlege das. Also, ich sag mal, was mich so ein bisschen mit diesen Streitkräften und Truppen und so weiter, das irritiert mich ein bisschen. Also ein Dice-Bilder-RPG, wo man einen Bösewicht zum Schluss besiegen muss, fällt mir natürlich sofort ein. Ich versuche aber noch mal ganz kurz. Kannst du vielleicht den zweiten und dritten Satz noch mal lesen? Den zweiten und dritten. Ja. Dieses Spiel nimmt alles, was sie über das Würfeln zu wissen glaubten, und stellt es auf den Kopf. Dieses Fantasy-Rollenspiel voller Strategie versetzt sie in die Haut einer neuen Fraktion und nimmt sie mit auf ein Abenteuer in die nördlichen Gebiete, um die wachsenden feindlichen Streitkräfte, natürlich den berüchtigten Bösewicht, auszurotten und zu besiegen. Ah, gut, okay. Also, das ist ja die Übersetzung, weil das Wort Fraktion klingt ein bisschen komisch da, weil vielleicht geht es auch um eine neue Spezies oder irgendwie sowas. Also, ich versuch's doch mal mit Too Many Bones. Krass, ey, ich bin beeindruckt. Also ich dachte ehrlich gesagt, dass du da nicht drauf kommst, weil so Fantasy-Spiele mit Würfeln und so weiter gibt es ja schon mehrere. Und das mit dem der Bösewicht auch noch in Anführungsstrichen und so, da hätte ich jetzt gedacht, da könnte ich dich eventuell ein bisschen dran kriegen, aber weit gefehlt. Wieder 2 Punkte. 8 zu 6. Puh, Ist ja puh, fast schon puh. langweilig. Also, das Spiel ist ein Spiel, ach was, zum Aufbau von Weltraumimperien. Ihre Würfel repräsentieren ihre Bevölkerung, die sie anweisen, neue Technologien zu entwickeln, Welten zu besiedeln und Waren zu versenden. Der Spieler, der seine Arbeiter am besten verwaltet und das wohlhabendste Imperium aufbaut, gewinnt. Auf der einen Seite denke ich mir irgendwie, ist es doch so einfach und trotzdem komme ich irgendwie auf nichts. Also es ist ein Weltraumspiel, bei dem die Würfel Arbeiter sind und die setzt man ein, um Sachen damit zu machen. Und der Rest ist wahrscheinlich eh so generisch, es sonst irgendwas noch mit Ruhm und Ehre, das ist wahrscheinlich auch alles egal. Also ein Würfeleinsatzspiel, die Arbeiter präsentiert im Space-Universum. Also Eclipse hat keine Würfel, Twilight Imperium hat keine Würfel. Race for the Galaxy hat auch keine Würfel. Roll for the Galaxy hat Würfel. Kannst du noch mal den ersten Satz sagen? Ja, das Spiel ist ein Spiel zum Aufbau von Weltraumimperien. Ihre Würfel repräsentieren ihre Bevölkerung, die sie anweisen, neue Technologien zu entwickeln, Welten zu besiedeln und Ja, Waren zu versenden. genau. Ich hatte ganz kurz, hatte ich auch noch kurz überlegt, ob es irgendwie Zirkadianer oder so sein könnte, weil das ja auch mit Würfeln und Weltraum ist. Aber du sagst ja einmal Technologien entwickeln und Welten zu besiedeln. Und das sind ja die beiden Aktionen, die man in Roll und Race for the Galaxy macht. Und ich weiß nicht, ich wusste nicht dass die Würfel Arbeiter repräsentieren. Aber ich lege mich fest, es ist Roll for the Galaxy. Ja, also mein Hinweis wäre gewesen,
Es gab auch ein Kartenspiel dazu. Also Ja. ja, Roll for the Galaxy ist korrekt. Nice. Oder da hättest du mich jetzt fast gehabt irgendwie, Krass. weil ich hätte Roll for the Galaxy, wenn ich es mir nicht nochmal vorgelesen hätte von dir, dann wäre ich nicht drauf gekommen, glaube ich. Ja, das Problem ist irgendwie, ich habe eigentlich meine ganz harten Sachen schon irgendwie in der Mitte versteckt. Das nächste ist eigentlich jetzt hier für Runde 5 eigentlich nochmal eher was Leichtes. Ja, das Aber sagst du jetzt und dann blamiere ich mich gleich richtig. doch, da kommst du, glaube ich, schon drauf. Ich fand es halt irgendwie vor allem auch so lustig. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal genommen. Also Runde Nummer 5. Fünftes und letztes Spiel. Limonade? Sie wollen Limonade? Wohin kommt die Welt? Ich will Werbung für Burger auf allen Kanälen, alle 15 Minuten. Wir sind die Heimat des Originalburgers, kein Hippie-Gesundheitsparadies. Und platziere eine Werbetafel daneben. Haus an der Ecke. What? Ach komm, jetzt sag nicht, dass du, das ist doch mega simpel eigentlich. Naja, also, ich sag mal so, wahrscheinlich habe ich das Spiel noch nicht gespielt. Kann das sein? Es könnte tatsächlich sein, dass du es noch nicht gespielt hast. Ich bin mir Dann jetzt sage ich gerade nicht Food sicher. Chain Magnet. Ja, richtig. Food Chain Magnet. Also ich meine mit hier Werbung und Limonade und Sachen und Burger, das dachte ich irgendwie ist. Aber ich fand irgendwie den Pitch cool. Also wie das Ja. beschrieben ist, dass man da erstmal so gleich irgendwie drin und denkt sich so, ja, krass, ich will auch mitmachen und ich will eine Werbetafel platzieren und mein Burger muss der beste Burger werden. Ja, super. 10. 10 zu 8. Das ist natürlich super schlecht für mich, weil ich kann ja eigentlich jetzt noch maximal gleichziehen. Naja, muss ich Food Chain Magnet spielen? Ja, musst du. Am besten mit Leuten irgendwie, bei denen du dann auch, wenn es sich entzweit, keine Probleme hast, dass du sie nie mehr wieder siehst, weil da können Freundschaften zu Bruch gehen bei dem Spiel. Irgendwie catcht mich, also lockt mich das Spiel überhaupt nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Also erstens stehe ich ja nicht so auf Wirtschaft und ich weiß nicht, ich mag auch das Design nicht so, aber Du naja. kannst halt in dem Spiel im ersten Zug alles kaputt machen. Und hast dann eigentlich keine Chance mehr. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nee, ich glaube tatsächlich, du kannst im ersten Zug verlieren. Und dann geht es aber Krass. noch 4 Stunden oder 5. Also je nachdem, ob du das kurze oder mittellange oder Toll. lange Spiel spielst. Also das musst du mit Leuten spielen auf dem gleichen Niveau, sonst kann es echt derbe ins Auge gehen. Das Imperium muss fallen. Unsere Mission muss gelingen. Indem wir ihre Schlüsselbasen zerstören, werden wir die imperiale Stärke zerstören und unser Volk befreien. Doch Spione sind in unsere Reihen eingedrungen, bereit zur Sabotage. Wir müssen die entlarven. In 5 Nächten firmen wir das Schicksal neu oder sterben bei dem Versuch. Wir sind. Wir sind der Spieltitel. Nein, wir sind. Punkt, Punkt, Punkt. Also ja, das war jetzt meine Beschreibung. Jetzt kannst du. Okay, wir. Oh Gott, das könnte ja alles sein. Also erst denkt man natürlich sofort an Star Wars, Imperium und Sachen kaputt machen, aber dann 5 Basen müssen das irgendwie sein. 5 hast du gesagt, oder? In 5 Nächten In formen wir fünf das Nächten. Schicksal neu oder sterben bei dem Versuch. Okay, also. Das klingt ja eigentlich quasi so, als ob das ein kooperatives Spiel ist oder zumindest ob Leute zusammenarbeiten. Und wir müssen diese Basen kaputt machen in 5 Nächten. Und es ist ein Science-Fiction-Thema. Welches große Weltraumspiel passt denn da irgendwie? Ich lese es nochmal vor. Vielleicht Ja. ist es ein bisschen zu krass, wenn ich jetzt lese. Naja, also das Imperium muss fallen. Unsere Mission muss gelingen. Indem wir ihre Schlüsselbasen zerstören, werden wir die imperiale Stärke zerstören und unser Volk befreien. Doch Spione sind in unsere Reihen eingedrungen, bereit zur Sabotage. Wir müssen sie entlarven. In Ah, 5 Nächten formen wir das Schicksal neu okay. oder sterben bei dem Versuch. Wir Alles gleich. sind. Wir sind der Widerstand. Ich habe es gerade so quasi geswitcht irgendwie. Das ist überhaupt gar kein großes Brettspiel. Das ist ein Social Deduction Spiel, weil da sind Spione, die wir entlarven müssen. Und Resistance hat 5 Runden, 5 Nächte und jedes Mal müssen wir eine Mission machen. Das ist der Widerstand. Korrekt. Ich habe Yes! es jetzt noch mal so ein bisschen anders vorgelesen, nicht so sehr das Imperium betont. Das wäre auch mein Hinweis übrigens gewesen. Es handelt sich um ein Social Deduction Spiel. Also Ja, ja. okay, aber da hast du mich auch wieder fast gehabt, weil ich in eine völlig andere Richtung erstmal gedacht habe. Aber auch das geht auch wieder so super generisch los. Aber es sind tatsächlich ein paar Sachen drin gewesen, wo man dann drauf kommt. Ja, wie unspannend. Jetzt haben wir beide 10 Punkte. Jetzt gehen wir quasi Handshaking auseinander. Ich glaube, wir müssen das unbedingt mal wiederholen und müssen uns irgendwie krassere Fragen ausdenken, damit wir Ja. irgendwie eine Revanche nochmal machen. Bist du da bereit oder Auf reicht jeden, es dir ja. schon?
klar. Hat es dir gefallen? Ja, super. Ich finde es eine richtig witzige Idee. Also Sehr gerne gut. eine weitere Runde. Ich fand noch faszinierend, wie gut es funktioniert. Ja, das stimmt. Und mich würde wirklich interessieren, an die Zuschauer, habt ihr die Sachen herausgefunden und was fandet ihr irgendwie am witzigsten oder so? Und wie viele Punkte habt ihr gemacht? Also ihr habt ja wahrscheinlich mehr als 10 Punkte, ne? Weil ihr konntet ja 10 Mal raten. Also es würde mich super interessieren. Sehr gut, dann schauen wir mal, wer der Champion unter der Community ist. Und wir sehen uns demnächst wieder zu einer Revanche, wenn es wieder heißt: Brettspiele raten anhand von BGG-Erklärungen, die durch Google Translate gejagt worden sind. Wir brauchen irgendwie einen schmissigeren Titel, aber ihr wisst schon, was ich Und meine. mehr. Und mehr. Dennis, schön, dass du da warst und bis bald. Ciao.